Liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Game News. Heute haben wir wieder richtig schöne Themen für euch. Und zwar zweites DLC für Rocket League und PlayStation Virtual Reality. Nach dem ersten DLC Super Sonic Fury erscheint nun das zweite Revenge of the Battle Cars. Und der Entwickler Psyonix verspricht, dass Nostalgiker zurück in die alte Zeit zurückkehren können. Ja, denn das Spiel Rocket League stieg nicht einfach so aus dem Nichts hervor. Denn bereits vor 6 Jahren wurde das Spiel, ist ein relativ langer Titel, Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars veröffentlicht, auf dem Rocket Leagues ja größtenteils basiert. Nächsten Monat im Oktober erscheint dann ein kleines Paket mit mehreren Inhalten, die da wären: 2 neue Autos, und zwar die Fanlieblinge Zippy und Scarab, 12 neue Aufkleber, für jeden Autotypen 6 Stück. Für die Farbfreudigen unter euch 3 neue Farbtypen. Wir haben 4 neue Hüte, unter anderem eine Haifischflosse und eine Lokomotive. Sehr cool auf jeden Fall. Dazu 2 neue Antennen aus Super Sonic Acrobatic. Ja, genau das meint. Und 5 Trophäen werden im Spiel vorhanden sein, die ihr freischalten könnt. Das Ganze ist dann für schlappe 4 Euro in den gängigen Stores erhältlich. Dazu kommt noch, dass es 2 neue Maps im Oktober gibt, die aber nicht DLC gebunden sind, sondern darauf warten, von euch kostenlos heruntergeladen zu werden. Das ist gut, das ist gut. Das ist very good. Weil die Uhr war schon zu teuer, da brauchst du kostenlose Maps. Was denn für eine Uhr? Ich habe keine Uhr, aber vielleicht die Zuschauer. Ja. Andrew House, Big Boss von Sony Entertainment, stellte auf der Tokyo Game Show 2015 das Virtual Reality Headset von PlayStation vor, das PlayStation VR, vorher bekannt auch als Projekt Morpheus. Der Release-Termin ist für das erste Quartal 2016 angesetzt und soll ungefähr so viel kosten wie die Anschaffung einer neuen Spielkonsole. Und wenn wir jetzt von der PlayStation 4 ausgehen, kann das Ding mal eben so 400 Tacken kosten. Ja, wer hat? Wer hat? Der kann. Ja. Doch genauere Zahlen sind noch unbekannt. House bemerkte, dass zu diesem VR-Headset noch 10 exklusive Spieletitel veröffentlicht werden. Welche das sind, das steht noch in den Sternen. Jetzt seid ihr wieder gefragt, schreibt uns mal in die Kommentare, ob dieses Headset nicht vielleicht etwas zu teuer ist oder ob ihr das Money besitzt, um euch das zu besorgen. Wir werden auf jeden Fall in die nächste Bank einbrechen, damit wir uns das leisten können. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr so macht. Like da lassen, ja? Like da lassen. Abonnieren und teilen und alles. Und alles. Was macht ihr da, ihr Faggots, Alter? Wo seid ihr da? Was für eine Map? Ihr seid ja voll die...